Richard Dobelsberger ist einer der erfolgreichsten Trader auf der Social Trading Plattform Wikifolio. In seiner Umbrella-Strategie sind aktuell rund 80 Millionen Euro investiert und er hat damit eine wirklich atemberaubende Performance in den letzten, ja, schon über 10 Jahren erzielt. Wie genau seine Anlagestrategie funktioniert und wie er Aktien auswählt und welche Rendite er dabei erzielt hat, genau das habe ich ihn heute in diesem Talk zur Umbrella-Strategie befragt. Wenn dich also das Thema interessiert und du wissen willst, wie erfolgreiche Trader aktiv an der Börse Renditen erzielen, dann solltest du dir das Video unbedingt anschauen. Viel Spaß! Ja, hallo Richard, schön, dass du heute hier zur Verfügung stehst, du kurz vor Weihnachten, um über deine Anlagestrategie und Wikifolio ganz allgemein zu sprechen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ein bisschen angeschlagen bist du, hast du vorher erzählt, aber ich hoffe, wir kriegen das Gespräch jetzt trotzdem gut rum. Ja, danke Markus, dass ich hier sein darf und ja, vielleicht ein bisschen eine nasale Stimme, bin leicht erkältet, aber ja, jetzt ist ja bald Weihnachten und ich glaube, das nimmt man gerne mit in der Vorweihnachtszeit. Ja, es war ja auch bestimmt ein sehr anspruchsvolles Trading-Jahr für dich. Also die Börsen sind ja sehr gut nach oben gegangen und das sieht man ja auch bei deinem Wikifolio, dass das sehr stark auch nach oben gegangen ist. Gehen wir nachher aber gleich im Detail drauf ein. Vielleicht mal kurz zu Beginn, weil als ich mich ein bisschen über dich informiert hatte und du bist ja auch ein sehr wichtiger Trader bei Wikifolio, ist mir aufgefallen beim Research, dass du ja eigentlich gar kein, ich sage jetzt mal, Börsianer von der direkt in der Finanzindustrie arbeitest, sondern du bist Molekularbiologe oder arbeitest da in dem Bereich auch noch. Kannst du vielleicht kurz erklären? Und dann die anschließende Frage, wie bist du dann dazu gekommen, so in diese Börsenwelt einzusteigen? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich glaube, wie sehr viele auch, ich sehr früh Interesse am Aktienmarkt entwickelt habe und mich aber das beim Studium selbst für die molekulare Biologie entschieden habe und habe in dem Bereich pharmazeutischer Industrie auch bis vor kurzem noch gearbeitet, habe das jetzt eben unter Anführungszeichen zwar ein bisschen mit ja auch einem wehmütigen Auge ad acta gelegt, aber konzentriere mich jetzt eher oder immer mehr auch in der Finanzwelt und auf den Aktienmärkten. Dazu gekommen generell zum Aktienhandel, wie gesagt, bin ich ganz traditionell über die erste Telekom-Aktie, die ich gekauft habe als 19-Jähriger oder 18-Jähriger damals und mir hat einfach die Börse schon immer auch interessiert und mit Wikifolio gibt es eben die Möglichkeit, dass jeder auch nicht von der Finanzwelt stammende dort Aktien handeln kann und das sehr transparent durchführen kann. Und das mache ich jetzt seit mehr als 12 Jahren. Ja, und da kann man auch sagen, auf jeden Fall mal sehr erfolgreich. Ich habe kürzlich auf LinkedIn einen Post gesehen. Du hast jetzt sozusagen die 100 Millionen Euro Schwelle bei deinen oder mit deinen Wikifolios überschritten. Also über 100 Millionen Euro haben Privatanleger in deine Wikifolios investiert. Wie das genau funktioniert, besprechen wir gleich. Und ich hatte auch mal nachgeschaut. Ja, es gibt so zwei Wikifolios, die besonders groß sind. Das eine ist die Umbrella-Strategie und das andere ist die No-Limits-Strategie. Und jetzt nochmal eine Zahl, weil es wirklich beeindruckend ist. Seit dem 16.09.2012 hat Umbrella 3.134% Rendite gemacht. Das ist, wenn ich auf die Webseite von Wikifolio schaue, eine durchschnittliche jährliche Rendite von 32,9%. Das ist ja eigentlich unglaublich. Also da hast du vieles hinter dir gelassen. Ist es so richtig, wie ich das gesagt habe? Ja, ist richtig, ja. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass das ein ganzer Entwicklungsprozess ist. Ja, die Umbrella-Strategie, die eben den Kern meiner Anlagestrategie beziehungsweise meiner Ideen ausmacht, ist einfach eine Strategie, die sich über die Jahre, über die letzten 12 Jahre auch dank der vollen Transparenz von Wikifolio entwickelt hat. Also wenn du willst, ist auch die Strategie ein Kind von Wikifolio, denn zu Beginn war es eigentlich eine ganz normale Buy-and-Hold-Strategie, die sich immer mehr aufgrund der Transparenz und der Öffentlichkeit zu einer Trendstrategie entwickelt hat. Mhm. Und geowirtschaftspolitische Situationen, Fundamentaldaten und auch Charttechnik beinhalten.
Also wir blenden am besten auch mal die Wertentwicklung ein, da kann man sich das mal anschauen. Vielleicht ganz kurz nochmal, ich hatte ja vor ein, zwei Wochen, meine ich, mit dem Andreas Kern, dem Gründer von Wikifolio, im Rahmen unserer Kooperation, die wir jetzt mit Wikifolio haben, das nochmal kurz vorweggeschickt. Wenn man ein Wikifolio jetzt im Depot hat bei seiner Bank, schauen wir sozusagen auch rein, was ist in dem Portfolio und aggregieren das dann mit den anderen Vermögenswerten in unserem Portfolio-Tracker. Also ist ganz praktisch. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Wikifolio von dir im Depot hat, sieht er momentan oder hat er bisher nur gesehen Umbrella-Wikifolio. Jetzt sieht er in seinem Portfolio auch genau, welche Einzelaktien drin sind. Also ist eine ganz nützliche Funktion. Und wie funktionieren jetzt die Wikifolios? Es gibt also Wikifolio, die Plattform. Dort kann ein Musterportfolio von dir betreut werden. Das heißt, du sagst dann auf der Plattform quasi, was gemacht wird. Und wenn dann genügend Anleger dabei sind, was ja bei dir auf jeden Fall der Fall ist, dann würde der Emittent Lang und Schwarz dann darauf ein Zertifikat auflegen. Und immer wenn du sozusagen was in deinem Musterportfolio änderst, wird es dann spiegelbildlich in dem Zertifikat dann auch umgesetzt. Und in diesem Zertifikat, was jetzt eben deine Umbrella-Strategie umsetzt, da sind momentan, ich schaue jetzt gerade mal drauf, 79 Millionen Euro investiert und da gibt es noch eben die paar anderen. So ganz kurz zusammengefasst, habe ich das so richtig dargestellt? Ja, ganz genau so ist es. Genau, das heißt, da müssten wir uns jetzt sozusagen eigentlich im Wesentlichen mal mit der Anlagestrategie da beschäftigen. Also was machst du da genau? Mir ist aufgefallen, das sind gar nicht so viele Einzelaktien drin. Es gibt auch manche Wikifolios, die haben ETFs, manche haben Derivate, aber du hast jetzt nur Aktien da drin. Erklär doch mal die grundsätzliche Strategie. Also die grundsätzliche Strategie ist eine only long, also ich kaufe Aktien, nur Aktien, keine Zertifikate oder sonstige Produkte. Es müssen immer Unternehmen dahinter stehen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es müssen Unternehmen sein, die gut handelbar sind. Das heißt, eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde US-Dollar, das ist das absolute Minimum, was das sein darf, ja, müssen die beinhalten. Und es sind Unternehmen, die global agieren können und aus der ganzen Welt stammen sollen. Das ist der erste Faktor, also das ist sozusagen die Grundlage. Der zweite Faktor ist, werden hier dann eben die geowirtschaftspolitischen Parameter analysiert. Das heißt, welche aktuellen Probleme, Herausforderungen sind auf der Welt vorhanden? Welche Chancen gibt es? Und in diesem Setting werden dann Unternehmen heraus oder Branchen herausselektiert, die aktuell eine Innovation, einen Fortschritt in den Bereich bringen können von eben diesen geowirtschaftspolitischen Faktoren. In der zweiten Stufe werden dann diese Top-Unternehmen herausselektiert, und zwar jene Unternehmen, die eben über einer Milliarde Marktkapitalisierung zumindest haben müssen und die in einem Zeithorizont von den nächsten 12 bis 24 Monaten eine Innovation auf den Markt bringen können, beziehungsweise schon eine Innovation am Markt haben, die sehr gut performen soll. Dann werden diese Unternehmen mit Gewinn, Umsatzwachstum und ganz normalen Kennzahlen analysiert, gegeneinander sozusagen auch verglichen. Und am Ende wird dann aufgrund von der Charttechnik in Unternehmen investiert, die gerade einen Trend entwickeln. Der Versuch ist hier wirklich einen Hype auch zu erwischen. Ich nenne das bei meinen Vorträgen immer Hyperwation, weil eben die Ausbruchsszenarien, die charttechnischen Ausbruchsszenarien dann genutzt werden, der Trend wie ein Position Trader mitgenommen wird und wie einem klassischen Stop-Loss, wenn eben der Trend beendet wird, diese Unternehmen wieder abverkauft werden. Das ist so ganz kurz in a nutshell, wenn man so will, diese Strategie. Und diese Strategie, die habe ich eben die letzten 12 Jahre entwickelt. Es gibt auch eine Diplom, eine Master dieses Jahr, habe auch noch Finanz studiert dann, einen MBA als Business Administration, das war da genau mein Themengebiet. Wie kann man eben eine Only-Long-Hold-Strategie auch mit einer gemeinsamen oder wie kann man eine Trading-Strategie hier implementieren? Und das ist eben diese Strategie, die Umbrella-Strategie, die im Musterdepot Umbrella, aber auch, wie du schon vorher erwähnt hast, auch in einer gewissen Art und Weise im Musterdepot No Limits umgesetzt werden. Aber jetzt hast du ja den Analyseprozess beschrieben und da sind ja im Zweifelsfall in das Gesamtuniversum vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Aktien und dann filterst du die, sage ich jetzt mal salopp, immer weiter runter und am Ende sind in dem Wikifolio, was sind es, 12, 13 Aktien momentan.
Gibt es da wirklich keine anderen, die da noch reinkommen könnten? Also könntest du das nicht ausweiten auf, keine Ahnung, zum Beispiel 100 Aktien? Weil dann wäre es ja schon so ein bisschen sehr breit gestreut, würde dann schon in so ein, sagen wir mal, vielleicht Trendfolge-ETF vielleicht genau. sogar oder Index gehen sozusagen. Oder ist es bewusst auf so ganz wenige Aktien ja. fokussiert? Es ist ganz bewusst auf so wenige Aktien selektiert. Das eine ist die Möglichkeit der Outperformance, die dadurch natürlich entsteht mit einer geringeren Anzahl. Das ist auch das Risiko höher. Das ist natürlich der Schatten an dem System. Aber der zweite Faktor ist auch, ich versuche, jedes Unternehmen auch zu verstehen. Und dadurch, dass natürlich kognitive Fähigkeiten irgendwann einmal zu einem Ende kommen und ich die Unternehmen auch verstehen möchte, sind es immer 6 bis 12 unterschiedliche Unternehmen, die aktuell in der Umbrella-Strategie im Musterdepot enthalten sind. Aber ich sage mal, im Graubereich herum gibt es natürlich viele mehr an Unternehmen, die eben auch interessant und spannend sein können und von denen dann auch insbesondere die Charttechnik regelmäßig, würde fast sagen, täglich analysiert werden. Du müsstest vielleicht noch so eine Next-Umbrella wie den Nasdaq 100 Next machen. Das sozusagen, das sind im Umbrella die 12, die du am besten findest, und dann in dem Umbrella Next sind dann die nächsten 12, die so, bevor sie reinrutschen sozusagen. Ja. Zum Beispiel, ja, eventuell eine gute Idee, wie sich das dann auch entwickelt. Ich meine, eine breitere Ausführung gibt es ja mit Para-Umbrella. Da ist das mit der 15-40er-Regelung auch einmal versucht worden, wie das im Fondskonzept aussehen könnte. Also es gibt hier schon Ansätze, das auch weiterzuentwickeln. Jetzt, wenn ich mir die Werte anschaue, da ist der Top-Wert mit 26% Gewichtung heute Rheinmetall. Gut, da ist die Story, glaube ich, klar. Rüstungsaktien sind ja sehr beliebt. Dann haben wir aber Tesla, PayPal, Chevron. Die haben jetzt wahrscheinlich auch alle sehr stark durch diese Trump-Thematiken und in den letzten Wochen profitiert. Die aber zum Beispiel, jetzt die Chevron beispielsweise, die hat nur 10% Gewichtung. Wenn ich da mal ans untere Ende der Liste gehe, da ist Barrick Gold mit 3% gewichtet. Wie entscheidest du dann, welcher Wert wie gewichtet wird? Ja, das kann man sich auch ganz einfach damit erklären, wie hoch aus subjektiver Wahrscheinlichkeit die unterschiedlichen Parameter dann gewertet werden. Bei Barrick zum Beispiel ist es jetzt eher jene, die mich in den letzten Tagen beobachtet haben, eher zu einem Abverkauf gekommen. Der Goldpreis ist wieder etwas zurückgekommen. Barrick Gold natürlich mit Mali, zwar einer der größten Goldproduzenten der Welt, aber ich sage mal Mali, Afrika, da gibt es eine große Mine, die eben, wo das Risiko besteht, dass es hier zu einem Ausfall kommen könnte. Ich weiß es ja nicht, aber es ist natürlich, wird in den Medien auch immer auch genannt. Und dann wird eine Risikoevaluierung dementsprechend immer gegeben. Und je nachdem, wie sich das Chartbild entwickelt, und bei Barrick Gold hat sich das Chartbild eben schlechter entwickelt in den letzten Tagen und Wochen, dann wird hier eben dann abverkauft. Und umgekehrt kommen auch immer wieder neue Werte hinein. Ich glaube, gestern ist Supermicrocomputer hineingekommen, und das sind dann einfach Faktoren, wo gute Nachrichten eine Rolle spielen. Bei Supermicro war es eben so, dass es hierzu ein unabhängiges Komitee hat eben festgestellt, dass es zu keinem Betrug gekommen ist, jetzt einmal, zumindest waren das die Nachrichten. Es ist zu einem großen Rebound gekommen. Es könnte sich, und das ist natürlich immer im Konjunktiv, auch hier ein Short Squeeze entwickeln. Das heißt, sehr viele Shortseller sind ja hier auf Supermicrocomputer gestürzt. Die müssen sich eindecken in der Folge, wenn diese guten Nachrichten sich auch dann etablieren. Und dann könnte es, und das ist hier die Überlegung zum Beispiel, zu einer exponentiellen Kurssteigerung kommen, weil das Unternehmen ja an und für sich von den Vorgaben sehr ein gutes KGV auch haben würde. Wie gesagt, diese Parameter fallen dann immer hinein. Bei Barrick Gold, das Globale wäre eben Gold als Sicherheitshafen oder als Hafen, das heißt, als sicherer Hafen, so muss man es korrekt sagen, in unsicheren Zeiten. Und bei Supermicro ist eben die künstliche Intelligenz die Story dahinter, das geowirtschaftspolitische System. Und so werden eben unterschiedliche Gewichtungen hier angedacht im Musterdepot und dementsprechend auch sehr rasch angepasst. Das kann wirklich sehr rasch passieren. Also wie das Depot heute ausschaut, beziehungsweise das Musterdepot heute ausschaut, das ist nicht gegeben, dass das morgen noch genauso aussieht, sondern es ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass es immer wieder zu Veränderungen kommt. Jede Transaktion oder jede Veränderung kommentierst du ja auch. Das wird ja auch auf der Webseite von Wikifolio entsprechend kommentiert von dir. Ich packe auch am besten mal einen Link zu dem Umbrella Wikifolio in die Videobeschreibung. Da kann man sich das dann auch nochmal direkt anschauen.
Das ist ja eigentlich auch ein Vorteil, diese Schnelligkeit und diese Transparenz gegenüber jetzt zum Beispiel einem Fonds, bei einem aktiven Fonds, bei einem ETF weiß man es ja, was im Index drin ist. Bei einem aktiven Fonds weiß man nicht unbedingt jeden Tag sofort, was drin ist. Ja, das ist ein deutlicher Unterschied. Ja. Ja. Also die Flexibilität und die Schnelligkeit, wie das eben auf der Plattform Wikifolio umgesetzt werden kann und auch unterschiedlichste Strategien, ich habe es ja auch schon, glaube ich, erwähnt, es gibt ja sehr viele tolle Trader dort und die unterschiedlichste Strategien umsetzen und ich glaube, das ist schon sehr einzigartig, auch die Transparenz, die hier vonstatten geht, weil es ist einfach sehr rasch, dass interessierte Interessenten, die eben sich eingeloggt haben und auch diese Push-Up-Nachrichten auf Wikifolio angemeldet haben, sehen, welche Veränderungen stattgefunden haben und für sich selbst dann natürlich auch ein Bild machen können, ob das für einen selbst die richtige Entscheidung war oder nicht. Und ich glaube, das macht auch genau den Charme dieser Plattform aus. Jetzt weißt du auch, der Kanal heißt Extra ETF, bei mir steht es auf dem Pullover. Wir sind natürlich sehr stark mit dem Thema ETF ja verbunden. Und das, was du jetzt quasi auch erklärt hast und gesagt hast, ist ja eigentlich komplett konträr zu unserer Philosophie. Wir sagen ja eher kein aktives Management, breit streuen, niedrige Kosten. Und bei dir ist es ja eigentlich genau das andere. Ja, die Wikifolios kosten etwas mehr als ein ETF. Die haben noch eine Performancegebühr, glaube ich, sogar drin. Sehr konzentriertes Portfolio, sehr aktiver Eingriff. Wie stehst du denn zu dem Thema ETFs und glaubst du oder wie soll ich sagen, macht es aus deiner Sicht Sinn, sozusagen beides zu machen als Anleger? Weil ich würde tendenziell eher mal sagen, nee, lieber breit gestreut und du ja eher aktiv. Also macht es trotzdem Sinn, das zu kombinieren oder sagst du eher, nein, dein Weg aktiv ist der richtige oder wie stehst du dazu? Also ich bin immer Freund der breiten Streuung. Ja. Also man muss bewusst sein, jeder Strategie, jede Anlage, Aktienstrategie, ich gehe jetzt die Umbrella-Strategie, hat natürlich auch gewisse Risiken. Das ist ja ganz selbstverständlich. Das sind auch individual und subjektive Einschätzungen, die falsch laufen können. Ja, das ist ein Risiko. Und ich glaube, das macht auch den Charme eines ETFs aus, dass hier eine viel breitere Streuung stattfinden kann. Und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, auch richtig und wichtig, zu diversifizieren, unterschiedliche Kosten-Nutzen-Risiken abzuschätzen und dann bieten, sage ich einmal, Musterdepots auf Wikifolio durchaus eine gute Chance, auch in einem gewissen Rahmen beizusteuern und beizumischen, je nachdem, wie man selbst auch das eigene Depot beziehungsweise die eigene Anlagestrategie sieht. Und ich glaube, das muss sich gar nicht, oder ich bin überzeugt, dass sich das nicht widerspricht, sondern ganz im Gegenteil, dass sich diese unterschiedlichen Ansätze sehr gut ergänzen lassen. Und das macht, glaube ich, dann auch den Charme und den Erfolg eines guten Depots aus, das ja jeder Aktionär beziehungsweise Aktieninteressierte haben soll. Ich bin ja auch immer wieder auch ein Freund einzelner Aktien und ich denke, auch die gehören bei einer gewissen Strategie, mit einer Dividendenstrategie eventuell in ein Depot hinein. Und wie gesagt, die Breite macht es dann aus. Und ich glaube, die Vorteile von einem ETF ist eben, man muss sich da nicht aktiv da mehr drum kümmern. Man hat das ist ein großer Vorteil. Bei einem Einzelwert muss man sich sehr genau mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Und bei einem Wikifolio Musterdepot, da gibt es dann eben den Trader, den man kennenlernen kann, beziehungsweise man hat das eine oder andere Strategie, die dann zusagt und man sagen kann, okay, da kann ich noch einmal das Sahnehäubchen für das heurige Jahr oder für das nächste Jahr dann hineingeben, natürlich mit einem erhöhten Risiko, aber da hat man dann eine breite Streuung, die das wieder auffangen kann, wenn es nicht gut geht. Ja, gibt es denn in der Vergangenheit so ein paar Aktien, wo du sagst, also die Aktien, die damit habe ich richtig gut Geld verdient. Die sind aber jetzt schon lange nicht mehr im Portfolio, weil, keine Ahnung, ist jetzt nicht mehr so attraktiv. Oder ist es eher so, dass man, wenn man mal einmal eine Aktie hatte, dass sie dann wirklich schon tendenziell länger oder immer wieder mal in das Wikifolio reinkommt? Also generell ist es so, und da verweise ich gerne auf die Homepage, also auf Wikifolio, da kann man ja bei jedem Wikifolio selbst auch die Vergangenheit analysieren. Und da gibt es ein ganz schönes neues Tool, das heißt Gewinne und Verluste. Und da sieht man dann von jedem Jahr die Gewinne, also die tollen Aktien und die weniger tollen Aktien. Und zum Beispiel war es bei mir 2012er Airbus, die hier sehr gut war. Und dann eben in den folgenden Jahren habe ich eigentlich immer sehr
gut auch mit Tesla, also mit den Tesla-Investitionen beziehungsweise Trades auch verdient. Apple ist da dabei und natürlich nach oder mit der Pandemie waren es eben Unternehmen wie Moderna und dann eben auch die Rheinmetall, um hier einige zu nennen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Schönste ist, wenn sich das der Zuseher, die Zuseherin das selbst auch ansieht. Die einzelnen Werte kann man tatsächlich auf der Homepage, auf der Website von wikifolio.com dann die einzelnen Zertifikate beziehungsweise die einzelnen Musterdepots kann man sich hier ganz genau analysieren. Und bei mir in Erinnerung natürlich ist immer geblieben, dass Tesla sehr gut performt hat als Idee, aber auch Moderna, Supermicrocomputer war heuer auch immer wieder sehr, sehr stark, auch wenn es dann dem zu Rückfällen gekommen ist. Jetzt ist ja wieder im Depot Rheinmetall in den letzten Jahren. Also wie gesagt, da gibt es schon einige Stories. Bist du auch mal richtig falsch gelegen, irgendeine Pleite erwischt, weiß ich, Wirecard zum Beispiel oder sowas? Ja, tatsächlich habe ich jetzt nachgeguckt, Wirecard war ganz kurz einmal in der Umbrella-Strategie auch vorhanden. Ich habe es glücklicherweise mit einem kleinen Gewinn damals abschließen können. Ja, natürlich waren und sind auch immer Unternehmen dabei gewesen, die eben nicht so gut performt haben. Bei mir war es lange Zeit oder war ein großer Fehler dann, dass ich mir zu sehr dann auch eine Zeit lang, und das war insbesondere vor 2020, mich dann auf Tesla konzentriert habe, auch wie es dann nicht mehr vielleicht so gut gelaufen ist, dann beziehungsweise es waren immer wieder Unternehmen dabei, die natürlich auch dementsprechend ein Minus erwirtschaftet haben. In Erinnerung geblieben ist mir da eben auch die Plug Power 2022, die ich auch hier nicht positiv habe abschließen können. Aber ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess von jeder Strategie, von jeder Anlagestrategie. Nicht jedes Jahr läuft so butterweich, wie es vielleicht heuer gewesen ist. Ja, wenn man sich den Chart auch nochmal anschaut, habe ich gerade nochmal aufgerufen, da ist ja eigentlich von, sage jetzt mal so Mitte 2015 bis, sagen wir mal Mitte 2020, grob, ja, kann ich schwer aus den Zahlen rauslesen hier, ist ja eigentlich eher sogar eine Seitwärtsbewegung quasi gewesen. Und danach ging es dann so richtig nach oben, immer wieder in Schubweise, jetzt auch in den letzten Wochen nochmal ordentlich nach oben. Ja, hat sich da von der Strategie was geändert, auch zwischen damals und heute, oder ist sie grundsätzlich schon eher immer gleich geblieben? Die geowirtschaftspolitische Situation, also diese Parameter und die Fundamentaldaten, die sind immer gleich geblieben. Was sich tatsächlich geändert hat, sind die charttechnischen Tools, die eingebaut worden sind. Die sind auch anhand, wie schon gesagt, ich bin ja Molekularbiologe, habe molekulare Biologie fertig studiert, war im pharmazeutischen Industrie lange Zeit mit viel Freude, Engagement tätig, mir hat das immer sehr viel Freude bereitet, war dort eben unter anderem bei Abbott, AbbVie, bei der Bayer, kennt man ja auch als Aktienunternehmen und zuletzt bei Johnson & Johnson und habe aber dann eben im zweiten Bildungsweg, wenn man so will, den MBA auch im Finanzbereich abgeschlossen, beziehungsweise mit der Fokussierung auf Finanz. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Es ist nämlich dann in diesem Zusammenhang als dritter großer Parameter auch in meiner Zeit als Trading Coach der charttechnische Parameter hinzugekommen und mehr eingeflossen. Und da hat tatsächlich schon Wikifolio schon eine große Rolle gespielt, weil eben durch diese sehr breite oder sehr, sehr große Transparenz natürlich auch man sich dann immer Gedanken macht, läuft die Strategie noch so? Welche Adaptionen oder Adaptierungen sollte man durchgehen? Und das ist genau da passiert. Es ist eben zu diesem Zeitpunkt dann ab 2017, schon etwas zuvor, auch immer mehr die Charttechnik eingeflossen und muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, die erste Trump-Zeit ab 2017 hat ja generell auch für volatilere Kurse, aber generell eher steigende Kurse eine wichtige Rolle gespielt. Und das ist mir natürlich hier sehr stark in die Hände gespielt worden. Und in der Folge waren die letzten Jahre ja sehr dominant. Wir haben da die Covid-Situation gehabt, also mit eben Unternehmen, die sehr stark profitiert haben, geowirtschaftspolitische Sicherheitsaspekte, die eine immer größere Rolle gespielt haben oder aktuell auch noch spielen und die hier natürlich sehr polarisieren. Und so eine Strategie, denke ich, kann aufgrund dieser doch auch stärkeren
Trading-Parameter, die einfließen, dann eben profitieren, beziehungsweise muss man es natürlich immer retrospektiv sehen, weiß nicht, wie es in Zukunft aussieht, aber in den letzten Jahren hat das natürlich dann sehr gut funktioniert, wenn man eben diese Parameter eingeschlossen hat. Und ich glaube, in den letzten 5 Jahren ist das insbesondere dann auch ins Auge gefallen. Ja, es ist wirklich echt beeindruckend. Und auch das Risiko, ich habe jetzt vorhin mal nach dem Maximum Drawdown zum Beispiel geschaut, mit, ich glaube, 35% Minus oder so war der. Das ist jetzt auch nicht deutlich mehr, es ist, glaube ich, sogar weniger als beim MSCI World. Ich habe da irgendwie so 50% in Erinnerung in der Historie. Also das sind wirklich schon sehr, sehr gute Kennzahlen. Ich meine, die große Herausforderung wird doch jetzt sein, man kann jetzt ein bisschen salopp sagen, die letzten Jahre waren einfach extrem gute Börsenjahre. Da gab es eine Menge Hype-Bewegungen auch in einzelnen Werten. Wenn man da richtig gelegen ist, hat man gut verdient. Wenn es jetzt mal nicht mehr so leicht an der Börse Geld zu verdienen ist oder es vielleicht auch mal eine schwierige Phase kommt, wie kannst du dann da drauf reagieren? Ich meine, du wirst wahrscheinlich jetzt zum einen sagen, es gibt immer irgendwelche Unternehmen, die profitieren. Aber wenn insgesamt der Trend eher schlecht ist, dann gibt es natürlich auch keine so tollen Renditen mehr. Wie gehst du damit um? Oder wie ist das Risikomanagement, wie man wahrscheinlich im Neudeutsch sagt, bei so einer Strategie? Ja, das ist in der Hinsicht so aufgebaut, dass ja jedes Unternehmen ein Stop-Loss auch beinhaltet. Es kann, das ist ein großer Vorteil von dem Musterdepot und von Wikifolio, auch 100% oder es können 100% Cash gehalten werden. Mhm. Das war insbesondere dann wichtig, wie in der Zwischenzeit sehr große sehr große Drawdowns passiert sind, muss das Musterdepot nicht mitgehen, weil eben durch das Stop-Loss eine höhere Cash-Position aufgebaut werden kann. Beispiele waren hier eben zu Beginn der Covid-Krise, wo das passiert ist. Da waren einige Tage, ja, mehrere Tage, Wochen sogar ein Großteil des Musterdepots in Cash gesetzt, genauso wie zu Beginn des Angriffskrieges, des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Auch hier war ein großer Prozentsatz an mehr oder weniger im Musterdepot in Cash positioniert. Und dann folgt das einfach diesem System, welche Unternehmen können in der aktuellen, neu geschaffenen Welt, ich sage mal, in der Pandemiewelt profitieren, welche Unternehmen können in der neu geschaffenen Welt, Vergangenheit eben Angriffskrieg, profitieren, und in diese Unternehmen wird dann sukzessive umgeschichtet und aufgebaut. Auch jetzt wieder wird dann umgespenst, natürlich flachere, nicht so drastische Einschnitte gibt, sondern einfach so fließende Einschnitte, künstliche Intelligenz. Da gibt es natürlich sehr viele tolle Trader, Traderinnen, auch auf Wikifolio, die hier immer auch am Ball sind, und das nehme ich mir einfach auch heraus. Ich beobachte natürlich auch die anderen. Ich sehe das als Molekularbiologe ja auch immer ein bisschen darwinistisch, also Survival of the Fittest, das Überleben der am besten Angepassten, und dies findet man auf Wikifolio, die findet jeder von uns, die findet natürlich auch ich, und dann versuche ich auch hier natürlich Unternehmen dann auf meinem Stil, auf meinem Trading-Stil beziehungsweise Investitionsstil zu adaptieren und in die Umbrella-Strategie einzubauen. Und das ist eigentlich auch ein Kerngebiet. Ich gehe natürlich niemals short, das kann ich nicht. Ich verwende hier keine CFDs oder andere Zertifikate, einfach auch, um das Risiko herauszunehmen. Ich sage immer, ich bin einer der größten Demokraten und sehr stark für die Demokratisierung der Finanzwelt. Und was ist mehr Demokratie in der Finanzwelt als eine Aktie, als eine reine Aktie? Und deswegen nutze ich auch dieses sehr einfache, aber etablierte und schon sehr lange vorhandene Vehikel. Und ja, das ist einfach der Grundbaustein von der Umbrella-Strategie. Und so wird das dann einfach umgesetzt. Und wie gesagt, es wird immer Krisen geben. Und hier ist es wichtig, hier ist ein Stop-Loss-System in der Umbrella-Strategie vorhanden, das eben das Risiko, wie du eben erwähnt hast, auch mit dem Drawdown zu minimieren versucht. Natürlich gelingt das nicht immer perfekt, nicht so wirklich perfekt, aber man muss halt sagen, das ist halt die Idee und die Strategie, die das ausmacht und dahinter steckt. Jetzt ist es natürlich aber so, dass dadurch, dass ja auch alles transparent ist, jetzt könnte ja ein schlauer Fuchs einfach sagen, ja super, dann registriere ich mich bei Wikifolio und immer wenn irgendwas von dir gemacht wird, mache ich es in meinem eigenen Depot einfach nach. Also es wäre theoretisch möglich.
Das wäre aber auch kein Problem für dich, oder? Weil du einfach sagst, okay, also gehört ja auch zur Demokratie dazu, dass man freie Meinungsbildung hat sozusagen, dann macht er das halt einfach so. Genau. Also ich lade auch sehr gerne herzlich dazu ein, das zu machen. Ihr habt das bei vielen Vorträgen auch schon gehört, dass manche das machen wollen, dass das manche machen. Ich habe auch schon von vielen gehört, die das einige Zeit gemacht haben, die dann gesagt haben, weißt du was, Richie, mich interessiert das nicht mehr, ich habe anderes Leben auch noch. Ich nehme jetzt die Umbrella-Strategie direkt von Wikifolio und kaufe das in mein eigenes Depot hinein, weil es eben natürlich ein Aufwand ist, das darf man nicht vergessen, das sind Adaptierungen, die ständig stattfinden und auch wenn es völlig transparent ist, man muss das selbst mit den eigenen Kosten umbauen, man muss selbst dann auch die Ratio verstehen oder verstehen wollen oder oft meistens ja noch gar nicht, weil ja, wie das dann genau aufgebaut ist und wie die Gewichtung am Ende des Tages sein wird, das sind ja auch Chargen, das habe ich zwar meinen Plan, aber das ist mehr oder weniger, muss ja nicht sein, dass das von Beginn an die finale Diversifizierung im Musterdepot dann ist und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, den man beachten sollte. Aber ganz korrekt, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor der Plattform. Dadurch diese Transparenz hat auch jeder einen Lerneffekt. Man kann selbst sich auch weiterbilden und man kann ja auch selbst eine eigene Strategie dann darauf adaptieren, die man auf Wikifolio umsetzt. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache, die man da machen kann. Und das ist ja gerade das Schöne auch, weil es auch einen, unter Anführungszeichen, finanzbildenden Effekt hat. Ja, ich glaube, es gibt ja über 10.000 investierbare Wikifolios. Also da ist eine Menge, wo man sich analysieren kann. Kann man auch sehr gut feingliedrig auf der Wikifolio-Webseite ja durchführen. Jetzt nochmal eine, vielleicht so eine persönliche Frage auch nochmal. Ich meine, als du angefangen hast, da war wahrscheinlich relativ wenig Geld in den Wikifolios investiert. Jetzt hat sich das über die Jahre hinweg zu, wir hatten es gesagt, vorhin knapp 80 Millionen mit den anderen 100 Millionen entwickelt. Also A, kriegst du ja einen Anteil an diesen ganzen Einnahmen, die da erzielt werden. Das ist wahrscheinlich auch mittlerweile ein stattliches Sümmchen. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel Kollegen, du hast vorhin angesprochen, dass du jetzt Vollzeit da sozusagen raus oder aus nicht mehr regulär arbeitest, sondern dich Vollzeit auf das Thema konzentrierst, ist ja auch eine Arbeit. Gibt es da nicht auch, sagen wir mal, Neider, die sagen, was passiert denn hier eigentlich? Was passiert da? Und auf der anderen Seite auch Neider vielleicht oder Bewunderer auch aus der Finanzcommunity, weil ich meine, es ist ja schon was Besonderes, wenn man sagen kann, ich als Privatperson sozusagen verwalte in Anführungsstrichen über diesen Weg der Wikifolios eben 100 Millionen Euro. Das ist ja schon was Besonderes. Also das ist ja jetzt nicht tagtäglich, dass da jemand morgens aufsteht und dann so einen Erfolg, so eine Erfolgsgeschichte hat. Was kommt da für Reaktionen auf dich zu? Vielleicht positive, negative? Ja, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich sehe es tatsächlich, es ist ein Musterdepot, das hier von mir gehandelt wird, über die Plattform Wikifolio. Lang und Schwarz legt das dementsprechend als Finanzprodukt auf. Ich glaube, ich bin da sehr entspannt dahingehend. Ich bin auch selbst investiert. Ich bin von Beginn an, also die Geschichte selbst war ja eigentlich auch die, dass ich selbst ein Finanzprodukt gesucht habe, weil ich mit den Gebühren nicht so zufrieden war und das eine Möglichkeit geboten hat, wie man oder wie ich selbst in einem so sehr preisintensiven Depot damals das umsetzen konnte. Es gibt natürlich durch diese Transparenz einerseits Menschen, die das die Performance auch nicht glauben, das ist auch die sagen, dass das nicht funktionieren kann, dass das nicht stimmen kann. Wie gesagt, ich bin da ganz 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 entspannt. Es gibt auch Menschen, die sehr positiv darauf reagieren, die sehr interessiert sind, was da gemacht ist, wie das System, wie die Umbrella-Strategie funktioniert. Aber wie gesagt, mir macht es Freude, mir macht es Spaß, am Aktienmarkt mir Gedanken über Unternehmen zu machen. Für mich ist es das demokratischste System, in und am kapitalistischen Markt zu partizipieren. Ich kann ja die Welt nicht beeinflussen, ich bin einfach nur der Richie. Aber am Aktienmarkt kann ich einfach ganz neutral Dinge beobachten und in diese dann eben investieren. Mhm. Und das macht mir tatsächlich so viel Freude und Spaß, dass ich das andere eigentlich völlig wegschalten kann, weil ich freue mich auch immer über kritische Kommentare, über Ideen, über
Wünsche, Beschwerden. Wie gesagt, ich bin da sehr, bin, glaube ich, da auch sehr kritikresistent, weil ja, das hat man immer im Leben. Und wie gesagt, wichtig ist es, dass man Freude und Spaß hat an dem, was es macht und dass man es versucht, gut zu machen. Und das ermöglicht eben Wikifolio und das ermöglichen die Musterdepots hier. Aber du hast wahrscheinlich schon auch eine Menge wirklich Fans, gerade die jetzt so wahrscheinlich in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren da den Weg mitbegleitet haben und dann auch tolle Renditen erzielt haben. Die sind wahrscheinlich schon sehr enge und treue Fans, oder? Ja, auch familiäre, weil natürlich insbesondere meinen Bruder hervorzuheben, der von Beginn an auch dabei gewesen ist, mit ihm auch ständig und aus. Und es gibt natürlich sehr viele Meinungen am Ende des Tages, glaube ich, die von Beginn an dabei gewesen sind. Die freuen sich über die aktuelle Rendite, auch immer bewusst, dass es mit Risiko verbunden ist. Ich glaube, das kann man nicht oft genug auch erwähnen. Nur weil es jetzt die letzten 12 Jahre so toll funktioniert, das heißt nichts, dass die nächsten 12 Jahre noch immer so funktioniert. Doch ist es so, dass das System eben oder die Strategie, ich versuche immer auch weiterzuentwickeln und das macht mir wirklich Freude. Und die, die den Weg mitgegangen sind, die meisten freuen sich, die meisten sind, glaube ich, haben Spaß, dass sie da mit dabei gewesen sind. Ich glaube, es ist ja auch nicht, es haben ja nicht alle da hunderttausende Euro. Man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen. Klar. Das ist, wenn man investiert in so ein Konstrukt oder in so eine Idee, ja nicht sein ganzes Vermögen oder nimmt einen Kredit auf, sondern man ist sich ja bewusst, dass das ein Risikoinvestment ist, dass man hier ein gewisses Risikokapital hinein investiert, dann freut man sich natürlich über die Gewinne, die stattgefunden haben. Aber ich glaube, die wenigsten können zum Arbeiten dann aufhören. Und wie gesagt, vergangene Performance sagt auch nichts über die zukünftige Performance aus. Aber ja, mich freut's und wenn es den anderen freut, dann freue ich mich umso mehr. Ja, sehr gut. Was stehen jetzt dann noch für Zukunftsprojekte bei dir an? Weil man könnte ja einerseits sagen, jetzt bin ich ein kleiner Vermögensverwalter in Anführungsstrichen. Ja, wir müssen ja immer sagen, über den Weg der Wikifolios, Musterportfolio und das Geld wird letztendlich ja von Lang und Schwarzland verwaltet. Aber könntest du nicht selbst wirklich ein realer Vermögensverwalter werden? Oder vielleicht gibt es ja auch Banken, die sagen, hey, du machst es so gut, komm doch mal zu uns und berate da mal Kunden oder manage Portfolios, weil du es so gut machst. Ja, tatsächlich gibt es eine Kooperation mit der FICON, mit der FICON GmbH, das ist eine Vermögensverwaltungs GmbH in Düsseldorf, die hier die Umbrella-Strategie für sich auch entdeckt hat und das auch versucht beziehungsweise gemeinsam mit mir umsetzt, wobei das Research dann von der Seite, von der Umbrella-Strategie-Seite kommt. Und ja, diese Achse werden wir auch weiter ausbauen. Es macht natürlich weiterhin sehr viel Spaß und die Musterdepots wird es auch weitergeben. Gut, und dann die anderen Strategien kann man sich ja dann auch nochmal in Ruhe anschauen, wie da die Unterschiede sind. Über das No Limits haben wir ja ganz kurz mal gesprochen. Ja, sehr spannend. Ja, beim No Limits ist nur, das ist wirklich, da muss man sagen, das sind halt maximal 4 Aktien. Das ist natürlich das Risiko schon sehr hoch, aber wie gesagt, die Grundstrategie bei No Limits oder bei Umbrella ist immer die Umbrella-Strategie. Ja, sehr gut. Also wie gesagt, wir packen da überall die Links rein, auch zu deinem Wikifolio-Profil. Da kann man sich die anderen dann auch noch in Ruhe anschauen. Das führt dann vielleicht jetzt insgesamt zu viel, wenn wir da jede einzelne Strategie nochmal durchgehen. Ich glaube, ich wollte mit diesem Gespräch jetzt einfach mal darstellen, auch wer bist du und was ist deine Motivation dahinter und wie funktioniert das Ganze? Und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall erledigt. Und ja, wenn also jetzt jemand sagt, ein Wikifolio, das ist eine tolle Sache, dann könnt ihr bei uns auf der Webseite und natürlich auf der Wikifolio-Webseite euch da die Wikifolios raussuchen, bei eurem Broker dann ganz regulär kaufen über die Börse oder im Direkthandel, je nachdem, wie euer Broker das anbietet. Und das Schöne ist eben, das möchte ich nochmal kurz zum Schluss sagen, wenn ihr das dann im Depot habt und meinetwegen habt ihr 2 ETFs, ein Wikifolio und noch 5 Aktien, dann könnt ihr dieses Portfolio bei uns im Finanzmanager einfach connecten und wir gucken dann in den ETF rein, was ist drin, wir gucken in das Wikifolio rein, was ist drin und aggregieren das dann zu einer Gesamtansicht, damit könnt ihr dann Klumpenrisiken und so weiter auch viel besser erkennen und das ist ja die Kernfunktion von dem extra ETF Finanzmanager und da freuen wir uns natürlich, dass wir da mit Wikifolio auch jetzt so tolle Transparenz auch auf so tolle Strategien wie deine, Richie, eben darstellen können. Vielen Dank für deine Zeit und gerne zu einem Update demnächst mal wieder.
Danke sehr herzlich, Markus. Und vielleicht noch ganz kurz erwähnt, am 17. Dezember gibt es auf Wikifolio auch die Vorstellung der Strategie. Also wenn wer wirklich die gesamten Details hier wissen möchte, vielleicht kann man das noch verlinken, da wird es dann eben ein Webinar geben. Und da freue ich mich natürlich auch über die zahlreiche Teilnahme. Danke, ja, perfekt. Da packe ich den Link direkt in die Videobeschreibung. Dann kann man sich da gleich direkt anmelden. Cool. Danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. So, das war das Gespräch mit Richard Dobelsberger zu seiner Umbrella-Strategie, die ja über ein Wikifolio investierbar ist. Alle weiterführenden Informationen zu den einzelnen Strategien, ich habe es im Video schon angekündigt, findest du in der Videobeschreibung. Also dort klicken und dann kommst du direkt auf die Webseite von Wikifolio und kannst dich dann über das jeweilige Produkt nochmal genau informieren. Ansonsten würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Video liked und auch kommentiert. Also findet ihr das interessant, mal so ein bisschen von Tradern zu erfahren, wie sie investieren. Weil wir könnten natürlich noch andere Wikifolio-Trader auch noch hier mal zum Gespräch einladen. Also schreibt da gerne in die Kommentare, wenn ihr euch spezielle Wikifolio-Trader wünscht oder wie ihr dieses Thema insgesamt findet. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns demnächst hier wiedersehen auf dem Kanal von Extra ETF. Bis dann. Ciao.